Klage Mau TV befasst sich ab heute Abend in ein paar Kurzsendungen mit einem Mann, dessen Stimme in Europa auf immer mehr Gehör stößt. Danke, dass Sie wieder mit dabei sind und dabei helfen, wichtige Stimmen in Europa unters Volk zu bringen. Trotz allen bislang erbrachten Gegenbeweisen halten die Hauptmedien unbeirrt an ihren verzerrten und von Grund auf unwahren Berichterstattungen fest. Herr Magister Ewald Stadler, gebürtiger Vorarlberger mit Jahrgang 61, lässt sich das längst nicht mehr bieten. Als fraktionsloses Mitglied des Europäischen Parlaments stellt er sich am 25. Mai 2014 zur Wahl in Österreich. Seine Ziele sind ein klares EU-Mandat und der Einzug in den Nationalrat. Klagemauer TV bedankt sich bei den Reformkonservativen, kurz Rekos, für die Bild- und Veröffentlichungsrechte rund um die Person Ewald Stadler. Herr Magister Ewald Stadler beantwortet aktuelle Themen in meisterhafter Prägnanz und Kürze. Klagemauer TV sendet in den kommenden Tagen auch seine Statements über Menschenrechte, US-Geopolitik, über die Werte in der EU und einiges mehr. Nun zum ersten, nur gerade mal 7 Minuten dauernden Interview mit ihm. Es bringt Transparenz, Einfachheit und Verständnis rund um die ganzen Konflikte in Syrien, Russland und der Ukraine. Schalten Sie auch morgen wieder zu. Es folgen weitere hochwertige, weil klarstellende Beiträge. In Syrien geht Assad mit seiner Armee gegen die eigene Bevölkerung vor. In der Ukraine geht jetzt diese neue Regierung, diese Übergangsregierung, auch mit Panzer gegen die eigene Bevölkerung vor. In Syrien wird Assad sehr kritisiert dafür. In Ukraine sagen wir, ja, ist in Ordnung, man bekämpft die Terroristen damit. Also zunächst einmal bin ich gar nicht sicher, ob in Syrien Assad gegen die eigene Bevölkerung vorgeht, sondern sie geht in erster Linie gegen Söldner vor, die syrische Bevölkerung dazu missbrauchen, gegen die eigene Regierung einen Bürgerkrieg zu inszenieren. Aber die eigentlichen Aggressoren dort sind Söldner, die zumeist von Saudis und von Katar finanziert werden und mit Waffen ausgestattet werden. Also das, was man uns sozusagen als spontan ausgebrochenen Bürgerkrieg serviert, ist in Wahrheit ein wohlorganisierter, mit Söldnertruppen organisierter Bürgerkrieg, der insbesondere zu Lasten der christlichen Minderheit in Syrien geht, die bisher immer von der Regierung Assad geschützt wurde. Das ist auch der Grund, warum diese islamischen Fundamentalisten, diese Wahhabitischen, die zum Teil aus Afghanistan kommen, aus Pakistan kommen, aus Tschetschenien kommen, warum diese Leute dann mit der besonderen Grausamkeit und Brutalität gegen die christlichen Minderheiten vorgehen dort. Das heißt, daher glaube ich nicht einmal, dass das nicht einmal das vergleichbar ist. Aber Tatsache ist, dass die ukrainische Putschistenregierung gegen den Ostteil des Landes vorgeht, weil dieser Ostteil des Landes eindeutig die Absicht bekundet hat, sich Richtung Russland zu orientieren. Und das ist das gute Recht der Bevölkerung, das würde man jedenfalls in jedem anderen Teil der Welt so sehen. Und da gestattet man es diesen Putschisten, die mit Waffengewalt gegen die Bevölkerung dort vorzugehen. Und das ist vollkommen inakzeptabel. Ja, das heißt also, wenn man den Vorwurf schon gegen Assad erhebt, dann kann ich nicht gleichzeitig einer Putschistenregierung in Kiew erlauben, gegen die eigene Bevölkerung mit Panzern vorzugehen. Vollkommen inakzeptabel. Jetzt sagt Obama, wenn Putin weiterhin Russen an die ukrainische Grenze in Russland schickt, er macht dort Manövers, er wird sich weitere Sanktionen gegenüber Russland überlegen. Auf der anderen Seite, Europa bringt ja auch Militärfahrzeuge Nicht nur zu. Europa, sondern die NATO. Das heißt, da sind die Amerikaner mit dabei. Das ist in Ungarn der Fall. Wir können das gleich in Polen oder auch in den baltischen Staaten beobachten. Wie ich überhaupt sage, Europa sollte sich vielleicht einmal daran erinnern, welche Versprechungen man den Russen gegeben hat. Nach der deutschen Wiedervereinigung und noch jedenfalls vor Abschluss der Vereinbarung von Budapest, ja, auf die man sich immer beruft, wenn es um die Frage der territorialen Integrität der Ukraine geht, hat man den Russen mehrfach versprochen, dass es zu keiner NATO-Osterweiterung kommen wird. Dann ist sehr bald Tschechien aufgenommen worden, die Slowakei, Polen, die baltischen Staaten, Rumänien, Bulgarien und Russland hat nicht reagiert. Aber jetzt mit der erklärten Absicht des Herrn Rasmussen, sogar die Ukraine oder Georgien in die NATO aufnehmen zu wollen, muss man erkennen und akzeptieren, dass Russland berechtigte Sicherheitsinteressen jetzt in Gefahr sieht und daher reagieren muss. Es kann kein Staat akzeptieren, dass wenige hundert Kilometer vor der eigenen Hauptstadt
sich sozusagen Raketenstützpunkte bilden und die eindeutig gegen Russland gerichtet sind. Das würde niemand akzeptieren. Das würde Amerika niemals akzeptieren, wenn die Russen das gleiche in Kuba machen würden oder wenn die Russen das gleiche in Kanada oder in Mexiko machen würden. Da würde jeder Verständnis dafür haben, dass da berechtigte Sicherheitsinteressen geltend gemacht werden. Aber das Gleiche verlange ich auch, den gleichen Respekt vor den argumentierten und zu akzeptierenden Sicherheitsinteressen, berechtigten Sicherheitsinteressen Russlands, wenn es um die Frage geht, ob man in der unmittelbaren Nachbarschaft Russlands weiter NATO-Staaten und NATO-Stützpunkte baut. Also immer wieder bei der Doppelmoral. Auf der einen Seite will man sogar Sanktionen geben, auf der anderen Seite tut man es selbst. Ja, die Doppelmoral ist ja auch nach diesem Genfer Abkommen jetzt besonders deutlich geworden. Zunächst hat man den Russen vorgeworfen, sie würden sich in der Ukraine einmischen. Dann kam es zu den Gesprächen in Genf, zu einem Abkommen. Und dann setzt die Putschisten-Regierung aus Kiew sogar Waffengewalt gegen die Bevölkerung im Osten der Ukraine ein. Und dann ruft der Herr Kerry beim Außenminister Lavrov an und verlangt auf einmal eine Einmischung Russlands in die internen Angelegenheiten im Ostteil der Ukraine. Also was jetzt? Zunächst hat man ihnen vorgeworfen, sie würden sich einmischen. Und dann ruft er an und sagt, er verlangt jetzt eine Einmischung. Man solle dafür sorgen, dass die Bevölkerung dort die Regierungsgebäude räumt. Ja, und droht sogar für den Fall, dass sie sich nicht einmischen mit Sanktionen. Also geht's noch dümmer? Also das ist wirklich eine Politik des Westens, insbesondere der Amerikaner und der Europäischen Union, die kein Mensch mehr verstehen kann. Ja, was auch nicht verständlich ist, ist, dass in Kosovo, da war der Westen so dafür, dass sie Eigenständigkeit bekommen, sich ablösen von Serbien, jetzt Krimir löst sich ab von Mutterland Ukraine und geht zurück zu Russland. Da ist der Westen auf einmal dagegen. Also das Mutterland Ukraine ist es nicht, sondern die Halbinsel Krim war seit Katharina der Großen ein unverzichtbarer und wichtiger Bestandteil Russlands. Und erst eine ziemlich verrückte Aktion des damaligen Generalsekretärs der KPdSU, Khrushchev, in dem er sozusagen in einem Anflall von Cäsaren waren, die Halbinsel Krim an die Ukraine verschenkt hat, hat erst überhaupt die Halbinsel Krim zur Ukraine gebracht. Das heißt also, das, was jetzt stattfindet, ist schlicht und einfach die Herstellung des historisch normalen Zustandes, was sich auf der Krim abgespielt hat. Im Osten der Ukraine ist es etwas anders. Der Ostteil der Ukraine ist eindeutig ethnisch russisch ausgerichtet und hat das Recht, darüber zu entscheiden, in welchem Staat sie leben wollen. Dieses Recht werde ich übrigens auch dem Rest der ukrainischen Bevölkerung sehr bald gewähren müssen, denn wenn die Ukrainer merken, dass ihre Putschistenregierung nicht einmal mehr in der Lage sein wird, ihnen die Geschäfte zu füllen, dass sie ihre Lebensmittel einkaufen können, wenn diese Putschistenregierung nicht mehr in der Lage sein wird, die Gasrechnungen zu bezahlen und die Leute dann sozusagen in ihren Wohnungen frieren werden, dann werden sie sehr bald merken, wo ihr wirklicher Partner sitzt. Und der sitzt nämlich in Moskau, nicht in Kiew. Abschließende Frage ist, ist es eigentlich nicht mühsam, in einem Parlament Mitglied zu sein, wo derartige Doppelmoral herrscht? Ja, das ist mühsam insgesamt, wenn man mit diesen moralischen Ansprüchen internationale Politik betreibt, aber es ist leider notwendig, dagegen aufzutreten. Und wenn wir das nicht tun, dann tut es niemand mehr. Und daher hoffe ich, dass nach den Wahlen vom 25. Mai die Kräfte, die diese Doppelmoral offenlegen und gegen diese Doppelmoral offen auftreten, dass diese Kräfte gestärkt sein werden. Und da bin ich ziemlich sicher, dass das nächste Europäische Parlament ganz anders ausschaut als das derzeitige. Herr Magister, danke vielmals. Bitte sehr. Und machen Sie sich bitte ja nichts vor. Es gibt in Amerika maßgebliche Kreise, die wollen einen Krieg mit Russland. Sie wollen ihn jetzt und sie wollen ihn nicht erst in 15 Jahren, wenn Russland weiter erstarkt. Russland ist ihnen schon viel zu sehr erstarkt und viel zu sehr stabil geworden. Sie wollen diesen Krieg jetzt. Und sie wollen ihn bald. Und wenn Sie, ich weiß nicht, ob Sie das gestern gesehen haben, es sind jetzt auf YouTube auch von unseren Freunden Videos ins Netz gestellt worden, wo Truppentransporte über österreichisches Territorium gehen. Hunderte Panzer laufen derzeit über die Schienen Österreichs in den Osten. Hunderte Panzer. Deswegen ist auf einmal der Orban nicht mehr böse. Der Orban geht jetzt auf einmal als Guter, obwohl er jetzt sozusagen, das Wahlergebnis unterscheidet sich ja nicht von dem letzten Wahlergebnis, das letzte Mal. Da war er noch böser, ja, weil da hat er die Roten gestürzt. Jetzt auf einmal ist er ein Guter. Warum? Weil er bei den Truppentransporten mitspielt. Jetzt braucht man ihn wieder. Der Herr ist jetzt auf einmal wieder gut. Wissen Sie, sehen Sie diese Verlogenheit?
Also nicht, die, ob der einer wirklich gut oder schlecht ist, bestimmt die Position, sondern immer, ob er gebraucht wird oder nicht gebraucht wird. Ob er irgendwo im Weg ist oder nicht im Weg ist, dann, das bestimmt dann immer, ob jemand gut oder schlecht ist. Ja? Das ist diese unglaubliche moralische Doppelbödigkeit und Doppelzüngigkeit, die typisch für die Amerikaner ist, aber mittlerweile auch typisch für die europäische Politik ist. Und daher laufen derzeit also wirklich sehr, sehr große Truppentransporte, viel, viel größer in einem Ausmaß, als uns in den Medien zugestanden wird. In den Medien heißt es, es sind nur ein paar hundert Soldaten bei einer Übung, würden sie im Osten teilnehmen. Ja? Stimmt überhaupt nicht. Derzeit werden Raketen in Polen aufgestellt. Also dieser Raketenschild, der ursprünglich angeblich gegen den Iran gerichtet gewesen sei. Ja? Also man baut in Polen einen Raketenschild gegen den Iran. Das war ja die offizielle Diktion. Es war natürlich klar, dass dieser Raketenschild gegen Russland gerichtet ist. Der wird jetzt forciert aufgestellt. Man verlegt Truppen, vor allem Luftlandetruppen, in das Baltikum. Und man hat riesige Mengen an Panzer in den Osten verschafft, sowohl nach Polen wie auch ins Baltikum, aber insbesondere auch nach Ungarn, weil natürlich führt sozusagen in einer Frontstellung Ungarn eine besondere Rolle spielt. Und daher sind also riesige Truppentransporte derzeit nach Ungarn unterwegs. Und ich habe mich bemüht, die Hoheitsabzeichen dieser Panzer zu sehen. Die sind verdeckt worden. Also man kann nicht zuordnen, welche Panzer. Es sind jedenfalls eindeutig Jagdpanzer. Also das ist also eindeutig für den Kampf gedachte Panzer. Nicht für den Defensivkampf, sondern für den Angriffskampf. Und es sind diese Panzer ohne Hoheitsabzeichen. Jedenfalls sieht man es auf den Videos nicht erkennbar, zu welchem Teil der NATO-Truppen sie gehören, durch unser Land durchtransportiert. Und das alles durch ein neutrales Land. Wissen Sie, und das ist das, was ich unserer ganzen Regierung, dieser ganzen Versagerpartie dort oben vorwerfe. Sie haben den Leuten immer noch gesagt, Österreich sei immer noch ein neutrales Land. Und sie wagen es gar nicht, die Neutralität sozusagen zur Disposition zu stellen, weil die genau wissen, dass die Österreicher da nicht mitspielen. Aber sie tun alles, was verlangt wird, und sei es noch so sehr gegen die Neutralität gerichtet. Sie heben sie de facto auf. Ja, Sanktionen mitzumachen gegen ein Land, das mit uns überhaupt keinen Konflikt hat. Russland hat mit uns keinen Konflikt. Wieso sollen wir Sanktionen als neutraler Staat Sanktionen mittragen? Sind ausdrücklich immer gegen die Neutralität gewesen. Wenn man die Neutralität nach Schweizer Vorbild definiert hat, und das hat man ja in Österreich getan, dann ist es unzulässig, Sanktionen gegen ein anderes Land zu verhängen. Sie machen mit. Keine Silbe des Widerstandes vom Herrn Faymann, vom Spindlecker schon überhaupt nicht, aber auch vom Herrn Außenminister Kurz nicht. Ja? Keine Silbe. Auch aus dem Nationalrat nicht. Auch die ganze Strache-Partie, da halten die alle den Mund.